Hallöchen, ich stelle euch mal heute den Fiat 500 vor von Lego aus der Creator-Serie. Hat die Setnummer 10271. Ich habe bezahlt 77,97 und der hat 960 Teile. Und mit Teileliste 143 Seiten. Und der Aufbau ist einfach und simpel. Da gibt es eigentlich nichts zu sagen zu. Sticker haben wir auch mit dabei. Übersichtlich. Und ich zeige euch das Modell jetzt mal auf dem Tisch. Dafür nehme ich mal die Kamera ein bisschen weiter runter. So. Ja, mal das gute Stück. Die Felgen, ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, sind in Flätsilber. Gelbtöne sind, man sieht es hier, da sind welche bei, die sind farblich ja, verschieden. Da muss man aber schon richtig genau hingucken. Also das wäre genau das, wie das Salz in der Suppe suchen. Also wenn es in der Vitrine steht, fällt das nicht auf. Das ist ein Faltdach hier aus Stoff. Ja, das kann man hier so rüber machen. Ich zeige es nochmal hier. Ja, Mechanismus. Dann haben wir hier vorne einen Kofferraum. Den können wir aufklappen. Bis hier vorne zu der Scheibe. Man geht nicht ganz auf. Finde ich eigentlich schade, aber gut. Hier vorne ist ein kleiner Kofferraum. Da haben wir ein Ersatzrad dran. Ne? Gucken wir mal, ob wir den Weißton ein bisschen besser hinkriegen. So. Den machen wir hier vorne wieder rein. Klappe zu, Affe tot. Dann haben wir hier hinten den Motor, das ist ein Heckmotor. Detailgetreu kann man da so schön reingucken. Ja, sieht auch toll aus. Flexschlauch drinne, alles was reingehört im Auto. Hier hinten haben wir einen Koffer, den können wir aufmachen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Nummernschilder kann man auswechseln. Ich habe hier einmal das hier. Ob ich das hinkriege. Mit dem Fokus ist es immer so eine Sache. Drei verschiedene Nummernschilder. So, hier ist es nochmal von vorne mit dem Nummernschild. Da sehen wir auch das Fiat-Zeichen vorne. Hier. So. Ein bisschen näher rangehen. So. Fokus, beweg dich. Türen haben wir zwei. Einmal rechts und einmal links. Die können wir auch aufmachen. Ich klappe das mal hier so rum, die Türen. Dann können wir auch die Türgriffe sehen. Hier, da ist ein Türgriff. Telefonhörer. Innen drinne, die Vordersitze, kann man so ein bisschen klappen. Hier seht ihr das. Ich kann es ja mal von hier auch nochmal versuchen. Geht bis zu einem gewissen Punkt. Ist nicht viel. Gut, die Inneneinrichtung können wir von der Seite so sehen. Armaturenbrett. Da ist ein kleiner Schalthebel, Lenkrad. Lenken kann man an dem Ding hier nichts.
Das ist ein reines Display-Modell. Das ist einfach bloß zum Hinstellen, ne? Also hier nichts Lenkung. Das ist mal hier von unten gezeigt. Hier vorne seht ihr nochmal das Ersatzrad. Das wird da festgehalten. Scheiben sind TransClear. Da ist nichts zu beanstanden. Das hier vorne an der Scheibe, das ist ein Sticker. Da haben sie den Türhelm da so ein bisschen angezeichnet. Bedruckt wäre es dann natürlich besser gewesen, aber man kann nicht alles haben. Und das hier ist so einfach bloß eine Tür, die sie hinten reingemacht haben hier. Als Glasscheibe. Ja. Könnt ihr ja mal gucken, was ihr davon haltet. Von dem kleinen Modell hier für den Preis. Aber so fünf verschiedene Gelbtöne. Also ich erkenne da keine fünf verschiedenen Gelbtöne. Ich sehe zwei. Man sieht es auch hier. Da, wo mein dicker Finger ist. Ja. Aber auch nur leicht. Da braucht man keinen Aufriss von machen. Wenn es in der Vitrine steht, sieht zwar sowieso keiner mehr. Was noch bei ist, ist hier so eine kleine Staffelei. Ja, die Staffel. Das, was ihr seht, das ist ein Sticker auf der Fliese. Dann haben wir noch eine Farbpalette hier. Und hier haben wir ein Ablageboard von Pinseln. Der Pinsel, der war hier auch gerade irgendwo noch. Da ist er. Hier dieser kleine Pinsel. Da kommt dann hier so drauf gelegt. Dann kann man sich dann hier so hintrapieren. Also, zack. Dann hat man so ein schönes Displaymodell in der Vitrine. Übergeblieben ist so eine kleine Handvoll Kleinzeug. Ja. Ja. Das Übliche, was so überbleibt. Ich kann es hier nochmal hinlegen hier. Man sieht ja mal, was ist da übergeblieben ist. Viel ist es nicht. Das Einzige, was ich an dem Modell zu bemängeln habe, ist, dass der keinen Rückspiegel hat. Das ist das Einzige, was ich so schade finde, weil da kein Spiegel hat hier, ne? Weil da ist keiner und hier hinten ist auch keiner. Da haben wir keinen Spiegel. Und man könnte aus diesen Teilen, die übergeblieben sind, auch nicht irgendwie was hinzaubern, dass wir da irgendwie einen Spiegel dran machen können. Da fehlt einfach das entsprechende Teil dafür. Naja, man kann hier das haben. So, da habt ihr schon mal den Fiat 500 gesehen und dann müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch das kaufen wollt oder ob ihr es lasst oder wie auch immer. Also ich finde es eigentlich ein gelungenes Modell. Dieses Kanarien-Schwanzgelb, naja. In Rot hätte ich ihn besser gefunden. Aber es ist Geschmackssache von der Farbe her. Jeder hat einen anderen Geschmack. Er ist nun mal gelb, man kann es nicht ändern. So, das war es erstmal. Dann das Abonnieren nicht vergessen. Na? Unten da, Abo drücken, Glocke aktivieren und Daumen hoch. Na? So, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.